Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wurde getaggt von der Hello Chrissy. Vielen Dank fürs Taggen. Und zwar zu dem 5 liebsten Sommerprodukte aus der Drogerie. Sowas ungefähr. Und ich finde das sehr cool, ein cooler Tag, weil ja, Favoriten sind immer cool, aber ja, die 5 besten und besonders aus der Drogerie ist doch sehr interessant. Und ja, ich habe jetzt meine Lieblinge herausgepickt. Das ging sehr schnell, muss ich sagen. Also ich habe nicht lange nachdenken müssen. Ein gutes Zeichen, oder? Das sind Favoriten. Ich will auch gleich loslegen und zwar als erstes mit dem Balea Wasserspray. Ich liebe es sehr. Es ist nur Wasser, ja? Aber total bescheuert, aber es ist so erfrischend. Es ist echt so erfrischend für unterwegs oder einfach zu Hause, wenn es super heiß ist. Der, seht ihr, wie fein das rauskommt. Das ist halt das Coole. Wegen dieser Sprühdose. Oh, es ist echt extrem erfrischend. Man kann es zwar auch selbst machen, nur leider findet man so eine Sprühdose nicht zum Selbstbefüllen. Das ist das Problem. Es geht nämlich um, wie der Strahl rauskommt. Das ist echt perfekt. Mein Freund liebt das sogar noch mehr als ich, deswegen ist es auch schon fast alle. Schade. Ich glaube auch, DM ist schon ausverkauft. Irgendwie gibt es das nicht mehr. Ich finde es nicht mehr, leider. Naja, aber es ist eine super Erfrischung. Und immer wenn es da ist, jeden Sommer kaufe ich es mir. Weiter geht's mit Erfrischung. Und zwar habe ich hier von Reval de Loupe Hydro abschwellende Augenkonturen Pads. Feuchtigkeitsarme Haut, Soforthilfe gegen Fältchen, kühlend. Und das ist super erfrischend. Es gibt auch zwar, es gibt zwar auch welche von Balea, die hatte ich auch. Ich fand die auch sehr gut, aber die finde ich noch besser. Weil ich spüre hier richtig, also das sind halt so richtige, ganz normale Augenpads, die man so aufklebt, genau hier darunter. Und man hält die, behält die 20 Minuten, glaube ich, waren das. 10 bis 15 Minuten hält, behält man sie auf und dann kann man sie abziehen. Das Coole ist halt, dass sie wirklich kühlend sind. Also man fühlt es sofort. Man fühlt einfach so diese Straffheit. Ich mag das ganz gerne und besonders im Sommer richtig cool, das zu haben. Einfach weil die Haut sehr strapaziert ist durch die Hitze, durch die Sonne draußen. Also sollte man ihr sehr viel Feuchtigkeit geben und das ist super. Einer meiner All-Time-Favorites überhaupt sind diese Invisibobbles. Es gibt, glaube ich, auch jetzt ganz andere Marken etc. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich bin sehr überzeugt von diesen hier, deswegen will ich auch gar nichts anderes. Mir ist bisher, also ich habe wirklich tausende davon und ich benutze nur diese als Haargummis. Außer heute, wenn man davon spricht, ne, aber das geht halt nicht, wenn man so eine Frisur macht. Ne? Die Frisuren, die ich mal mache, da geht das nicht. Deswegen habe ich hier ein ganz normales Gummi benutzt. Aber wenn ich meine Haare hochtrage und das mache ich im Sommer eigentlich immer, also eigentlich immer. Ich weiß, ihr seht mich so nie, aber ihr seht vielleicht meine Fall immer Weekends, dann habe ich meine Haare immer oben. Und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich meine Haare auch immer oben. Nur fühle ich mich irgendwie, ich mag meine Haare lieber offen. Ist egal, anderes Thema. Jedenfalls im Sommer für mich ein absolutes Must-Have. Erstens, weil es nicht rutscht. Das ist so das Allerwichtigste. Es behält die Form, es geht immer wieder zurück. Sie halten sehr lange. Bisher ist bei mir nur eins kaputt gegangen und ich hatte schon tausende. Ich habe tausende davon und mir ist bisher nur eins kaputt gegangen. Und ich trage sie tagtäglich. Ja, es gibt alle tausenden Farben. Es sind, glaube ich, mal 3 in so einem Pack drin. Kosten, meine ich, 5 Euro oder so. Ja, auf jeden Fall ihr Geld wert. Jetzt noch ein Produkt für die Haare und zwar von Tony & Guy. Gibt es ja jetzt, ich glaube, jetzt erst recht neu in der Drogerie. Also bei mir gibt es im Rossmann. Ich glaube bei DM nicht, bin mir nicht ganz sicher. Das ist Casual Sea Salt Texturizing Spray für Texture und Body. Und ich liebe immer, wenn irgendwo steht Texture oder Body, Volumen, dann interessiert es mich sowieso schon. Und Salt Sprays sind sowieso so ein Sommerding. Man will diesen Beach-Look, diesen Tasseled-Look, der so ein bisschen schon so getragen aussieht und nicht zu perfekt. Das sieht immer ganz cool aus. Und also wenn man die Haare dann offen trägt. Und es ist auch ganz gut als Vorbereitung für irgendwelche Frisuren. Und besonders wenn man glattes Haar hat, um sie ein bisschen mehr, ja, schon so vorzubereiten, dass sie ein bisschen angeraut sind sozusagen. Weil da ist eben Salz drin und das raut so ein bisschen die Textur auf. Was eben ganz cool ist bei glattem Haar. Ich mag auch hier besonders den Duft. Und es verklebt nicht so sehr wie manche andere Produkte. Deswegen finde ich dieses hier eines der besten Salt Sprays bisher, das ich getestet habe. Und ich habe es mir auch schon ein paar Mal nachgekauft. Das ist jetzt wieder ein neues. Dann zu guter Letzt ein Eyeliner, den ich mir, ich lache, weil der ist schon bald alle, man sieht nämlich gar nichts mehr, da steht auch nichts mehr drauf quasi. Der ist von Manhattan, ich weiß auch, wie er heißt.
Amazing Liner heißt der und das ist die Farbe Brown Toffee? Ich weiß es nicht, Brown Toffee doch. Ich finde im Sommer, also ihr wisst ja, ich trage ja meinen Cat Eyeliner, ne? Das ist so mein Ding. Ab und zu, also oft sogar jetzt nicht mehr, einfach so, weil es mir auch gefällt. Aber ich finde im Sommer ist nochmal so ein coolerer Look oder es ist ein leichterer, so ein dezenterer Look, wenn man einen braunen Eyeliner verwendet anstelle von schwarz. Es sieht nicht so krass definiert aus. Es geht einfach mehr mit dieser Leichtigkeit im Sommer. Und deswegen finde ich braunen Eyeliner perfekt. Und ich finde diese Nuance ganz gut, weil man kann ihn nur, wenn man einmal aufträgt, dann ist es wirklich nur so sehr dezent. Und es sieht wunderbar aus, als Tipp übrigens. Es sieht wunderbar aus, wenn man nur wirklich bis zum Ende des Auges, also nur einmal den Wimpernkranz entlang fährt und dann falsche Wimpern aufträgt. Perfekter Look. Oder eben, man kann auch einen Wing machen, wie ich ihn heute gemacht habe. Und das habe ich doppelt aufgetragen. Also ich habe zwei Schichten aufgetragen. Dann wird er ein bisschen dunkler braun. Sonst ist er wirklich nur so ganz leicht. Und ja, sieht sehr, sehr cool aus. Vor allem auch, und das mache ich nur bei braunem, dass ich ihn auch manchmal unten trage. Passt einfach perfekt in die Wimpern sozusagen und definiert nur, ohne so auffällig zu sein. Also wenn ich ihn auftrage unten, würde man nie sagen, die hat jetzt Eyeliner da unten. Nein, sondern es sieht einfach nur aus wie, oh, die hat dicke Wimpern da unten. Ja. Yes, das war's. Mein Gott, bei 5 Produkten geht's echt schnell, ne? Also das waren echt meine 5 liebsten Produkte aus der Drogerie, sommerlichen Produkte aus der Drogerie. Was sind denn eure? Schreibt mir mal eure 5 Produkte in die Kommentare. Das wäre echt cool, wenn wir so eine coole Sammlung haben. Was alles so, was ist das Beste? Was ist das? Was muss man haben aus der Drogerie jetzt im Sommer? Schreibt mir das. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sommer. Genießt noch eure Zeit. Und wenn ihr neu gelandet seid auf diesem Kanal, dann unbedingt abonnieren. Verpasst ihr auch kein neues Video. Es kommen immer 3 Videos die Woche hier auf diesem Kanal. Deswegen immer dabei sein. Und folgt mir auf Twitter, Facebook oder Instagram. Fanny Pilgrim heiße ich dort überall. Ganz einfach zu finden. Und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt oder irgendwas. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.